Heute ist ein schlechter Tag und ein guter Tag zugleich. Und zwar, wir sind ja gerade aus Dubai gekommen und haben einen Spezialauftrag bekommen. Und zwar, wir sollen ein richtig krasses OP-Auto tunen. Und für dieses OP-Auto stehen uns 100 Millionen GTA-Dollar zur Verfügung, was wirklich sehr, sehr krass ist. Und ihr seht auch dieses Auto hier, Leute. Das ist nämlich auch von den Dubai-Leuten. Das haben die mir extra hier zur Verfügung gestellt, dass ich damit in Los Santos rumfahren kann und die Sache erledige. Weil ich muss ja gegen diesen komischen Loser-Luigi antreten und ein Rennen fahren in Dubai. Und wir hatten ja das letzte Rennen verloren, weil der wirklich ein sehr, sehr guter Rennfahrer ist. Aber ich muss auch sagen, wir hatten nicht unbedingt das beste Auto. Dann habt ihr gerade gesehen, wir haben jetzt neue Sommerkleidung. Also ich habe mich ein bisschen sommerlicher angezogen, direkt aus Dubai die Sachen mitgenommen. Und heute der schlechte Teil, den wir heute machen müssen, Leute. Es tut mir auch so ein bisschen leid. Aber es war die Entscheidung der Community gewesen, muss man auch schon fast sagen. Und zwar, Candy hat sich gestern einen sehr, sehr großen Fehltritt geleistet. Candy hat gestern in meiner Abwesenheit, Leute, müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe ihn einfach meine gesamte Werkstatt, mein ganzes Autohaus, mein Stani Performance anvertraut. Er sollte drauf aufpassen, wo ich beim Banker was... Ich wollte ja einen Kredit haben für Stani Performance, Leute. Das ist ja alles in die Hose gegangen, weil Candy eine illegale Party bei mir veranstaltet hat. Und deswegen habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, Leute, wir werden unseren einzigen Mitarbeiter Candy heute feuern und werden ihn vor die Tür setzen. Er wird kein Geld mehr verdienen und er wird mit uns nicht mehr zusammenarbeiten. Ich finde es ein bisschen schade, aber ihr meintet in den Kommentaren, dass Candy eigentlich immer nur Ärger macht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Leute, ihr wisst, Candy ist auch ein sehr, sehr guter Tuner gewesen. Also der hat wirklich schon ein paar sehr krasse Autos gemacht, aber ich denke mal, er braucht jetzt erstmal einen Denkzettel und deswegen werde ich ihn jetzt sagen, dass es das mit Stani Performance gewesen ist. Ich muss ehrlich sagen, Leute, diese Elektroautos hier, das ist ja hier der Audi e-tron. Leute, 3 Tage Party, es geht weiter. Bro. Achtung, yeah. Bro. Und jetzt alle, wir bauen die Skybase, ayo, ayo. Candy ist das Ange! Wer schreit da? Ja, Stani! Candy, ich war in Dubai gewesen. Ich hab die Wo sind die Autos, Candy? Welche Autos? Was meinst du? Wo sind die Autos? Wir haben hier keine Autos. Wo sind wir die Autos? Ey! Alter, seit wann hast du einen Schlag drauf? Doch mal traust dich das nicht, Alter. Boah. Alter! So, lass mich in Ruhe! Alter, Candy, du übertreibst ein bisschen. Ja, jetzt hör bitte auf, okay? Candy, wenn du schlägst, gebe ich dir nie wieder deine Autos zurück. Ich hab die alle noch, ich hab die alle. Ja, okay. Ich habe alle deine Autos. Alter, Candy, du verkauft für diese Party. Und das Geld ist ausgegeben. Weißt du euch, was das kostet, eine Party für 100 Menschen zu schmeißen? Bro. Ist das... Ey, Candy! Candy! Yo, ey, Stani, ey! Ey, du bist echt... Weißt du was? Ey, Bro, du bist ja Mitarbeiter des Monats, ne? Ja, warum, ja? Du bist Mitarbeiter des Monats, deswegen wollte ich mit dir eigentlich einen coolen Ausflug machen, so als Geschenk, weißt du? Ey, korrekt. Ich habe eh keine Lust mehr auf Party. Ja. Los geht's, würde ich sagen. Bro, ich war ja gestern und vorgestern in Dubai gewesen. Hast du die ganze Zeit durchgängig Party gemacht, Candy? Ja, eigentlich schon, ja. Sehr, sehr gut, Candy. Ey, du bist ja echt ein super Mitarbeiter, muss ich sagen. Wie danke, findest, danke. Wie würdest, Candy, wie würdest du denn so deine Mitarbeiterleistung bewerten? Ich sag dir ehrlich, 10 von 10, besser geht nicht mit Sternchen. Ich bin der beste Mitarbeiter, den so, man haben kann. Candy, und was hast du mit den ganzen Autos gemacht? Die habe ich noch. Die habe ich noch verkauft. Bevor du losgeflogen bist. Also die Autos hast du alle verkauft, ja? Ja, ja, ja. Und was, wie viel Geld hast du noch auf dem Konto? Nichts, alles ausgegeben. Party ist teuer. Alles ausgegeben für die Partys und die Frauen, da hast du auch alle eingeladen und alles. Jo, jo. Sehr gut, Candy, ja, Leute. Ey, Leute, ich muss mich jetzt mal hier kurz muten. Ey, ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt, Bro, was ich jetzt mit Candy machen werde, Leute, ich werde, also das... Ich sag euch, geile Leute, Karre, ey, jetzt Karre. Ist der Spaß vorbei. Er hat alle meine Autos verkauft. Ich habe einen Lamborghini Urus gehabt, Auto Leute. Könnte ich auch verkaufen, eigentlich mal. Alter, was er redet, Leute. Ich hatte einen Lamborghini gehabt. War schneller! Hey, Candy! Candy, hör auf, Mann! Hey, was schreist du mich so an, Alter? Bro, hör auf damit. Was soll das? Warum drehst Wir du so frei? Wir sind Performance. Niemand kann sich mit uns anlegen. Junge, du hier. Checkst gar nicht, was abgeht. Damals, ey, Candy, wo ist der alte Candy? Wie, der alte, genau Tuner-Candy, ey, der richtig gute Arbeit geleistet hat. Ach so, ja, ich weiß nicht.
Bro, ja, warte mal, Leute, ich muss hier Dings, ich habe mich gemutet wieder. Leute, ich werde jetzt mit Candy wirklich was sehr Schlimmes antun, weil ich lasse mich nicht mehr veräppeln, Leute. Er hat wirklich übertrieben, er hat komplett meinen ganzen Laden verwüstet, hat eine Party veranstaltet, hat mir den Kredit versaut und zusätzlich, Leute, hat er alle meine Autos verkauft! Dafür wird er jetzt auf jeden Fall bezahlt. Ey. Candy. Ja? Noch ein Ding knallt's richtig, sag ich dir so, wie es ist. Was ist denn los? Findest du es gut? Ja, ich find's sehr, sehr gut. Ey, Jungs, was geht? Ey, Bro, das sind Rocker-Kollegen. Hör auf, Mann. Hör auf, die Rocker anzugreifen. Das sind Rocker-Kollegen. Ja. Wo fahren wir eigentlich hin, Stani? Du meinst, selbst mit Urlaub. Ja, Bro, wir fahren doch jetzt in Urlaub. Können wir zur Tankstelle noch mal kurz vorher? Nee, du. Wir fahren jetzt hier kurz mal ein bisschen hier über die... Was ist denn das für ein Urlaub? Ja, das ist doch schön hier. Guck mal hier, die Berge und alles so schön, Candy. Das ist doch... Ist doch feierst du das nicht, oder was? Irgendwie weiß ich nicht, Stani. So, na, ich feier's sehr schön hier, also... Hätten wir nicht nach Dubai fliegen können, lieber? Ja, wir fliegen hier von da oben. Bro, guck mal, hier ist doch Dubai. Da drüben ist doch Dubai schon. Wir werden jetzt schön hier auf dem Berg und dann können wir uns Dubai von hier oben angucken. Ist das nicht cool? Ja, finde ich auch okay, also... Ja, ist doch, ich denk mal, vielleicht können wir auch rüberfliegen. Ich wollte nämlich gleich noch einen Privathelikopter holen, weil... Sag mal, dein Auto, was wir gerade fahren, brauchst du das noch? Ja. Hätte da sonst eine Verwendung für, wenn ja, das nicht mehr Candy, brauchst? Das Auto brauche ich noch. Ja, okay. Aber was ist das denn für ein Urlaub, hä? Aber Dubai sieht echt stark aus. Die ganze Skyline, ja, das Mann. Geht ja mehrere Kilometer. Das ist ja übelst krass. Dubai sieht echt sehr, sehr heftig aus. Ja. So, Candy. Was ist das für eine Keule, Alter? Ja, was ist hier? Mann. Das ist eine Yo. Keule, die man testen wollte. Oh, okay. Candy? Ja. Candy? Au. Candy? Oh, wow, wow, wow. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Du hast mich geschlagen und wegen dir bin ich hier runtergefallen. Auf damit, Candy. Au. Aua. Hä? Was? Hä? Lass mich los, Candy. Nein, du Lass bleibst mich bei los. Mir, Junge. Lass mich los, Candy. Leute, er lässt mich nicht los, Mann. Ey, Candy! Was soll das? Du bist Was raus. Hab ich dir getan? Du bist Wie, raus! Sind, ich weiß, wir sind draußen hier. Du bist draußen. Raus aus Stani Performance, Mann! Ich weiß, wir sind auf einem Berg! Ich weiß, dass wir raus sind! Du fliegst raus, du hast deinen Job verloren! Nee, wir sind gefahren! Ich sag dir ehrlich, du verlierst deinen Job, du wirst bei mir nie wieder arbeiten! Warum? Du wirst bei mir nie wieder arbeiten, checkst du das nicht? Du wirst nie wieder arbeiten bei Stani Performance! Ja, gefällt dir das, Candy? Hilfe! Das passiert mit Leuten, Alter, die sich bei Stani Performance anlegen. Candy! Oha, der heult wirklich. Was heult der, Leute? Aua, aua, Leute, oh mein Gott. Bro. Bro, was ist. Aua, 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 Candy! Candy, heulst du? Candy! Was ist Stani? Ich rolle immer noch. Autschi, Autschi, Ja, Candy, steh mal jetzt auf. Aua, aua. Nein, ich bleib hier liegen. Leute. Oh mein Gott, wir machen heute eine Rodelbahn runter unter dem Berg. Nein, nicht darunter verrückt. Nicht darunter rodeln. Nicht darunter rodeln. Candy! Was? Das war's gewesen. Du bist raus Lass aus Stani. Lass mich in Ruhe. Du bist raus. Ich werde Candy Performance eröffnen. Bro, wenn du Candy Performance eröffnen wirst, dann werde ich deinen Laden hochsprengen. Sobald du irgendwas mit Autos zu tun hast, werde ich dich platt machen. Wenn ich dich einmal 20 Meter in meinen Laden, um meinen Laden sehe, werde ich dich platt machen. Hast du mich verstanden? Ey, Mr. Loser, sind Sie dran? Oh, ja, nein. Ich hätte da noch eine Info für Sie, ja? Ich weiß genau, welche Autos Stani fährt. Ich werde Ihnen... Ruhe, mein Junge! Aua! Ruhe! Ich werde dem Loser helfen, Stani. Der wird dich... Bro, niemand wird mich abziehen, Candy. Ich sag dir ehrlich, du hast hier eine Grenze überschritten. Ja, da kannst du doch so viel heulen, wie du willst. Ich hab gar nichts gemacht, Stani. Bro, du hast gar nichts gemacht. Wo sind meine Autos? Du hast alle meine Autos verkauft. Ja, und? Das ist doch unser Job, Autos verkaufen, ja. Dachte ich.
Für wie viel Geld hast du denn die Autos verkauft, Candy Andy? Alter, so eine Party ist teuer und ich habe bekommen, sage ich dir ehrlich, 2 Träger Apfelschorle und 10 Burger und einmal Pizza. Und das Bro, das war ein Lamborghini und ein Mercedes Mission Maybach, die mindestens 50 Millionen wert sind. Ja, genau. Und deswegen habe ich sogar noch on top Lollis bekommen für alle. So 10 Stück. Also $35 circa. Plus, minus. Sind ja nicht ganz genau da. Candy, ich sag dir ein Ding. Wenn ich dich noch irgendwie in der Nähe meines Autohauses sehe, irgendwo, ich mach dich platt, Candy. Ich mach dich wirklich platt. Das ist die letzte Warnung, Bro. Das ist wirklich die letzte Warnung. Du und welche Armee? Die Armee, Candy. Die Armee. Ja, okay, Stani, ich hab verstanden. Nie wieder in deiner letzte Nähe. Letzte Warnung. Letzte Warnung, ich hab verstanden. Alter, Leute, ich sag euch ehrlich, Candy hat doch eine Nummer übertrieben, meiner Meinung nach, Alter. Ich sag euch ehrlich, wenn ich den irgendwie nur noch mal in meiner Nähe von meinem Auto sehe, werde ich komplett durchdrehen. Ey, wir müssen jetzt erstmal den ganzen Müll wegräumen und dann muss ich mich um die Dubai-Geschichte kümmern. Nämlich, wir haben ja nur 24 Stunden, das Rennen in Dubai abzuschließen und dafür muss ich noch ein richtig krasses Auto zusammenbauen. Ey, Mann, das schaffen wir doch alles gar nicht mehr. So, Leute, wir müssen uns jetzt echt ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt hier wirklich einen engen Terminplan. Ist so, wir haben kaum Zeit, Stani. Danny, was willst du hier? Nimmst du mich mit runter? Bro, Bro, als ob ich dich mit runternehme, Junge. Stani! Bro, denkst du, ich nehme dich... Hä? Du kannst schön laufen? Guck mal hier. Ich zahle auch, Stani, ich zahle auch. Ja, komm. Ja, okay, kannst einsteigen. Komm, kannst einsteigen. Okay, okay. Komm, steig ein. Ja, ja, komm, ja, ja. Komm doch mal jetzt. Bleiben. Komm doch jetzt. Candy, komm doch. Bleib doch stehen, Stani. Ey, das Auto. Seit einem Kilometer. Bro, das Auto. Das Auto rollt doch von alleine, Candy. Ich kann doch nichts dafür. Nicht so jetzt. Bleib stehen, bitte. Ja, Bro. Okay, ich bleib jetzt stehen, Ey, Leute, wir sind fast in Los Santos drin. Candy ist die ganze Zeit am Laufen. Ja. Stehen bleiben, Stani. Candy, du hast es gleich geschafft in Los Santos. Stani, wir laufen seit 8 Kilometern. Ich kann nicht mehr. Bitte, bleib stehen. Ja, ich muss sagen, ey, ich hätte nicht gedacht, dass du so viel ausdauerst, Candy. Nimm mich bitte mit, Stani, bitte. Ja, ich habe jetzt aber auch keine Zeit mehr hier für den Kindergarten. Stani, Candy, hau rein. Da liegt der, Leute. Aber das sei gerecht, das soll ihm ja gerecht geschieht, Leute. Weil, guck mal hier, er ist jetzt den ganzen Weg gelaufen, uns hinterhergelaufen, hat er selbst Pech, Leute. Er hat's verdient, er hat wirklich damit übertrieben. Und jetzt muss ich mir erstmal das ganze Chaos angucken, was er da fabriziert hat in meinem Laden, ey. Warum steht da irgendein Auto in meinem Stani Performance, Leute? Was ist das denn? Und der ganze Müll. Keine Ahnung, wem das Auto gehört. Das werde ich jetzt erstmal rausfahren. Die dachten hier wahrscheinlich Parkplatz. Okay, die Leute sind schon alle abgehauen. War mir natürlich klar gewesen, wir müssen jetzt den ganzen Müll rausbringen. Und dann, muss ich mir mal einen Überblick verschaffen. Leute, ich bin echt ein bisschen traurig, dass das alles so zu Ende ging. Aber Candy war eigentlich ein guter Typ gewesen, aber er ist jetzt wirklich übertrieben. Super, meine Autos sind weg, Leute. Wir haben keine Kohle. Klar, wir haben noch oben die 10 Millionen vom Präsidenten. Aber wir haben ja eh aktuell, Leute, haben wir eh das Geld aus Dubai. Aber das Geld aus Dubai dürfen wir halt nur ausgeben, um ein Auto für Dubai zu tunen. Das ist ganz wichtig und ich will die Jungs da auch nicht irgendwie verarschen oder sonst was, Leute, weil sonst gibt's richtig Ärger. Deswegen werden wir jetzt erstmal zum Schrottplatz fahren, Leute, und ich werde heute eins, also nicht das Schnellste, ich glaube, das Schnellste, dazu haben wir einfach noch zu wenig Materialien, dafür bräuchten wir eine andere Werkstatt, aber ich glaube, dass wir schon ein sehr, sehr krasses Auto zusammenbauen können, Leute, was definitiv gegen Loser Luigi reicht, dass wir ihn heute besiegen werden. Ich hoffe, dass wir auf dem Schrottplatz vielleicht einige Schmuckstücke finden werden und dann werde ich daraus probieren, das Beste zu machen. Let's go. Boah, ich hoffe ehrlich, dass sie heute gute Autos im Angebot haben und dass hier irgendwie ein paar Schrottautos sind, die wir gut auftunen können, weil das Ding ist, Leute, wir könnten natürlich jetzt auch zum Autohaus fahren, aber zum Autohaus, Leute, ich sag euch ehrlich, da können wir nicht so tuningmäßig upgraden, wie ich das will, Leute. Stani Performance baut die Autos von 0 auf 100 selber auf. Das ist nämlich meine Mission, Freunde. Dafür habe ich das Autohaus gegründet. Bist du neu hier? Wer ist das denn? Hallo, ich muss sauber machen. Sauber machen. Arbeitest du hier? Habt ihr gerade... Was? Oha, was? Du hast da einen Fleck. Warte mal, ich mach dich auch sauber hier. Nein, lass mich mal in Ruhe, lass mich mal los. Ja, oh mein Gott. Was ist los? Bro, warum,
Warum habt ihr hier ein Lamborghini bei den Schrottautos stehen? Die haben Motorschaden oder was? Oha, wusste ich gar nicht. Ha, nee, der ist von Dubai. Die wollen das nicht mehr haben. Jo, jo. Dubai, Dubai, Dubai. Okay, Leute. Bro, oh, hä? Das ist doch das Auto von Loser Luigi, oder nicht? Weiß, ja. Hat er sich neues geholt? Hat er Motorschaden oder was? Nee, hat er Schrott gefahren. Nö, Sandschadengetriebe ist im Arsch. Jo. Bro, Leute, was ist denn hier heute auf dem Schrottplatz los? Hier sind einige sehr krasse Autos, aber noch nicht das Richtige, was mir da ungefähr gefällt. Jo, was suchen sie denn? Ich suche eigentlich ein Auto, was man gut auftunen kann, um ehrlich zu sein. Ich hab was. Kommen Sie mit. Ich hab was. Jupp. Oh, hier, gespannt, unser Leute. Bestes Stück. Können Sie sogar mit einziehen. Jupp. Was ist das denn, Bro? Das ist ein Wohnanhänger. Genau, da können Sie eine Luxusvilla draus machen. Perfekt für Sie. Der ist perfekt. Tunen Sie das mal. Das ist perfekt für Ihre Werkschuppen. Leute, ne? Das Ding hier mit dem großen Reifen ist zwar ganz cool, aber ich sag euch ehrlich, also, um damit ein Rennen zu fahren, ist es jetzt auch nicht unbedingt das beste Auto. Hast du nicht was? Ja, Leute, das ist auch Müll. Oha! Junge, was ist denn hiermit passiert? Das war mein Trittwagen, ne? Ist das ein M4 oder was? Sieht aus wie ein M4 so ein bisschen. Ist ein M4, Also war, der komplette Motor ist weg. Jo, das ist das Problem, ne? Ich krieg da keinen mehr ran, ja. Oh, Leute, das Ding wieder neu aufgebaut, das wäre eigentlich echt stabil. Und den M4, man kann aus dem M4 sehr, sehr viel machen, Leute. Auch so zahlentechnisch, performance-technisch. Ich sag euch ehrlich, das wäre für diese Dubai-Sache, was wollen sie denn haben für die Dinger hier, für das Ding hier? Ja, also der ist ja eigentlich nichts mehr wert, ne? Ich suche hier gerade nur die letzten Sachen raus aus dem Müll. Autoschlüssel, warten Sie mal. Es stinkt. Also ist ja ich umsonst oder was? Nee, so $80, ne? Ja, gerne, $80, bitteschön. Alles klar, dann denke und empfehlen Sie uns wieder. Danke. So, Leute, ich sag euch, ich bin zufrieden. Mal gucken, was wir da rausholen können. Ich sag mal so, wir haben ja eh unendlich Geld. Wir können ja noch ein bisschen, also wir können ja hier richtig viel Ersatzteile zusammen upgraden, Leute. Das sollte eigentlich gehen. Ich werde das Ding jetzt erstmal aufladen und dann geht's erstmal zurück in die Werkstatt. Aber ich bin zufrieden. So, Leute, ich habe jetzt den Wagen aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, wieso der hier so auf 7:30 hängt. Aber ich denke mal, wir könnten ihn trotzdem damit transportieren. Also ich habe keine Ahnung, was hier mit meinem Anhänger los ist. Der sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, aber ich hoffe, dass wir, wir können trotzdem fahren, Leute. So, jetzt bloß sicher fahren, Leute, nicht zu schnell fahren, dass uns noch die Polizei anhält. Und dann bringen wir das Ding auf die Hebebühne. Die einzige Sorge, die es mir wirklich macht, Freunde, ist so ein bisschen, dass anscheinend dieser Loser Luigi sich auch ein neues Auto geholt hat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht noch stärker wie sein altes Auto. Aber wir werden jetzt erstmal diesen BMW hier aufbauen, Leute. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Wir werden hier viel Arbeit reinstecken, aber ich hoffe, dass wir es hinkriegen. So, Leute. Ich musste ein bisschen was entfernen. Und zwar, ich habe das Dach entfernt, Leute. Also, da haben ein paar Teile gefehlt. Ihr seht, die Reifen sind noch nicht ganz so, wie sie sein sollen, Leute. Aber es ist doch ein M4, Leute. Ein schön, nices Cabrio. Und, wir fahren gerade auf die Felgen, Leute. Also das Auto ist auf jeden Fall sehr, sehr baba. Sogar mit Breitbau habe ich hier rangebaut, Leute. Aber ich sage euch ehrlich, das wird natürlich nicht mal ansatzweise reichen. Ich werde das natürlich noch hier die Reifen kurz mal reparieren. Wartet mal. So, die Reifen sind repariert. Wir können ja mal eine kurze Probefahrt machen, aber ich sage euch, Real Rap, das wird nicht reichen mit dem Auto. Also wir gucken mal, was der kurz hier... Boah, ist natürlich schwierig hier in der Stadt. Boah, was haben die denn hier gebaut, Leute? Hä? Die haben jetzt hier auch eine Tankstelle gebaut? Was ist das denn, Leute? Ey, oh mein Gott. Konkurrenz ein bisschen, aber Konkurrenz belebt das Geschäft, ist ja egal. So, ich werde mal hier so ein bisschen... Boah, Bro, SS, Leute, ich sage euch ehrlich, der M4 ist nicht schlecht. Aber ich glaube, so ein bisschen an Leistung fehlt bei dem Auto, weil guck mal hier, Maximalgeschwindigkeit 300. Also ich kann ja mal voll durchdrücken. So, voll durchdrücken und ja, 341. Also Beschleunigung ist überbrutal. Aber ihr seht hier, Leute, Höchstgeschwindigkeit ab 341 ist schon Schluss. Das reicht nicht aus. Leute, der Typ kann mindestens über 1000 km/h fahren. Also das reicht locker nicht aus. Bro, was ist hier heute für ein Verkehr auf der Autobahn, Junge? Was geht hier denn ab? Nee, können wir vergessen, Leute. Können wir vergessen. Müssen wir leider ein bisschen umbauen. Beschleunigung ist brutal. Aber das reicht nicht. Ganz und gar nicht. Deswegen nochmal rein in die Werkstatt.
und Tuningstufe 1, Leute. Jetzt kommt Tuningstufe 1, beziehungsweise das ist eigentlich schon Tuningstufe 1, wenn man so sieht, weil wir haben ja Breitbau angebaut, Motortuning ein bisschen gemacht, aber das reicht bei dem Auto nicht aus. Deswegen werden wir jetzt auf Tuningstufe 2 gehen und das Auto nochmal komplett umbauen. Bro, ich bin gespannt, was draus wird, Leute. Ich bin wirklich gespannt, was draus wird. Boom, Leute. Boom. Guckt euch mal das an. Ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut, Leute. Ein bisschen kompakter. Das Auto sieht brutal aus. Yo, Yogi, was ist das für ein Wagen? Was haben wir hier geupgradet? Ich musste natürlich, gar keine Frage, Leute. Ich musste, Cabrio war nicht möglich gewesen. Wir mussten ein Dach ranbauen. Wir haben alles rangebaut. Und jetzt haben wir hier einen. Ey, Leute, das Auto sieht so böse aus, ne? Alter, sieht der Wagen krank aus. Ich sage euch ehrlich, den müssten wir eigentlich so als Dings nehmen. Als Stani-Performance-Alltagsauto, wenn ich mit so einem Auto vorgefahren komme, die haben doch direkt Angst vor mir. Guckt euch das mal an. Nur auch der Sound, Junge. Hört mal, Leute. Hört ihr das? Boah, guck mal, ich gebe mal jetzt Vollgas. Boah, also der Sound auch sehr, sehr brutal. Aber wir müssen das Ding auch mal auf der Autobahn testen. Mal gucken, was er da drauf hat. Und mal schauen, wie viel die Maximalgeschwindigkeit ist bei dem Tuningstufe hier. Tuningstufe 2, Leute. So, wir sind hier wieder auf der Autobahn. Das Ding ist, auf der Autobahn sollten wir uns lieber nicht von der Polizei erwischen lassen. Ich muss mir unbedingt noch eine Privatstrecke holen, wo wir so eine Autos testen können. Überlegt mal, wie geil das wäre, wenn wir eine Privatstrecke hätten. Okay, haltet euch fest, Leute. Ich werde jetzt mal... Bro, okay, okay. Wow. Ich sag euch ehrlich, also der war auf jeden Fall schon schneller als 340, aber die Autobahn ist hier wieder so volles Berufsverkehr oder so, glaube ich. Das kann doch nicht sein. Wir müssen das Auto irgendwo ausfahren. Wenn nicht, muss ich mal zum Flughafen fahren. So, warte mal, hier vielleicht mal probieren. Ey, was ist hier los, Junge, aus dem Weg? Ich will jetzt hier auch keinen großen Crash bauen, weil dann gibt es halt auch Ärger und wir müssen das Auto nochmal neu reparieren. Okay, Leute, ich werde einen Abstecher auf dem Flughafen machen. Ich denke mal, das ist die... Oder, warte mal, 4 könnte es vielleicht ein bisschen weniger werden. So, guck mal hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir waren schon bei 400. Oh mein Gott. Ah, Leute, ich muss auf den Flughafen. Ich sag euch ehrlich, wenn Stani Performance wieder läuft, werde ich mir eine eigene Rennstrecke holen. Ey, das Auto, ich liebe das Auto jetzt schon. Seid mir ehrlich, das ist unser... Ey, was wir haben wir hier für ein krasses Auto getunt? Okay, ich werde jetzt mal gucken. Bro. Wow. Bro, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Leute. Wir waren gerade bei 700 km/h, Leute. Was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Ich will noch mal gucken. Wir waren bei 700 km/h. Oh mein Gott, 762. 762 km/h macht die Karre. Ich sag euch ehrlich, alleine schon vom Aussehen her und guckt euch auch mal alleine den Motor an, den wir hier umgebaut haben. Auch sehr, sehr krass geworden, das alles. Aber, Freunde, es reicht nicht aus. 700 km/h ist zu wenig. Wir müssen mindestens ein Auto irgendwie hinkriegen. Wir müssen mindestens 1200 km/h. Alles unter ist Flop. Alles unter ist Flop. Boah, es tut mir ein bisschen weh, das Auto jetzt nochmal weiter zu upgraden. Ich habe keine Ahnung, was rauskommt, Leute. Wir gehen jetzt auf Stufe 3. Das Auto wird nochmal umgebaut. Wir werden nochmal ein bisschen mehr Aerodynamik reinbauen. Das Auto auch ein bisschen leichter bauen und nochmal deutlich mehr Leistung verbauen. Bro, das wird richtig übel. Also was jetzt rauskommt, Leute, Stufe 3 und danach kommt die Ultimate-Stufe. Aber Ultimate-Stufe lieber nicht, Leute. Lieber erstmal nicht. Deswegen, ich werde das Auto jetzt umbauen. Let's go auf Stufe 3. Boom, Leute. Leute, SP Stani Performance. Guck mal, wie geil das Kennzeichen aussieht. Bro, was ist das für ein Wagen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, das ist eine ganz, ganz brutale Karre, die wir hier haben. Guckt euch mal bitte den Wagen an hier, Leute. Guckt euch mal diesen Heckdiffuser an. Wir haben nochmal deutlich mehr Leistung geupgradet. Das Auto ist deutlich windschnittiger. Mehr Performance-Teile, wie zum Beispiel Bremsenkühlung. Alles ist drin, Leute. Zusätzlich als Unterstützung haben wir noch einen E-Motor eingebaut, dass wir wirklich eine geisteskranke Beschleunigung haben. Und damit, guck mal auf die Performance hier an, Leute. Ich kann hier... wie gut ich hier lenken kann, Leute. Das ist ohne Probleme. Also, ey, Leute, ich sag euch ehrlich. Und ich habe noch hier, guck mal hier, damit wir noch ein bisschen flexen können beim Rennen. Guck mal, was ich eingebaut habe. Leute, Stani Performance muss natürlich auch,
bisschen auftreten, Leute. Bisschen auftreten, deswegen haben wir hier Cabrio. Aber ich glaube, das Cabrio sollte der Leistung nichts entgegensetzen. Wir werden mal auf die Teststrecke fahren, beziehungsweise auf den Flughafen und werden das Ding mal testen. Aber ich sag euch, dieser BMW ist sehr, sehr brutal. Okay, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, welche Geschwindigkeit wir erreichen. Ich hoffe, 3200 km/h, irgendwas in den Dreh. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bro, bro. Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir waren gerade bei 1200 km/h. Locker, locker 1200. Ich habe keine Ahnung, wo das die V-Max ist bei diesem Auto. Ich werde nochmal gucken. Das ist krank, das ist krank, das ist krank. Bro. 322 km/h. 322 km/h. Ich hab's euch gesagt. Stani Performance ist back. Leute, das Tuning hier hat insgesamt keinen Spaß, Leute. 1000, also ist natürlich logisch, Leute. 1300 km/h oder was der gerade gefahren ist, das kann nicht jedes Auto erreichen. Tuning hat insgesamt 40 Millionen gekostet. Sehr, sehr viel Kohle. Aber die haben gesagt, 100 Millionen stehen mir zur Verfügung. Und ich werde Loser Luigi jetzt besiegen. Es geht ab nach Dubai! Also wenn wir jetzt Loser Luigi nicht besiegen sollten, dann weiß ich auch nicht. Also dann ist es mir ein Rätsel. Aber wir... Was ist... Leute, was ist denn da los? Was ist denn da los? Bro! Es ist mir, Luigi, mein Freund. Stande Performance. Luigi, du siehst ja ganz anders aus. Bist du der Bruder von Luigi oder was? Du bist besser wie Luigi. Bist du besser als Luigi oder? Luigi, mein Freund, hat mich geschickt. Schau mal meine Preise an. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Bro. Ich denke mal, Candy wird ihm gesagt haben, was wir für ein krasses Auto getuned haben. Und er wird seinen Bruder geschickt haben, der noch krasser ist wie er. Nein, 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 nein. Alter, Leute, was hat... Na, Bro, er hat ein Jaguar-Konzeptauto. Nein, 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 nein. Okay. Okay, das wird ein ganz, ganz übles Rennen werden, glaube ich. Das wird ein ganz... Ey! Ey, meine Freunde, du hast eine kleine Lackschade. Alter, was soll das denn, Junge? Was ist denn hier unfair? Tut mir leid. Direkt arbeiten, oder was? Aber ich schaue dir lieber mein Auto an. Okay, keine wir Probleme. Wir fahren wie immer in den Gegenverkehr. Hey, no problemo. Okay, Leute. Boah, ich bin wirklich gespannt, Alter. Wir müssen uns diesmal wirklich... Ey, geht's schon los, oder was? No, no, no. Ja, okay. Dios mio, komm nach hinten. So. Ja, ich bin hinten. Aha, ja. So. Okay, sag du, wann los geht's. Ja, Bro, die fahren hier. Los geht's, Bro. Los geht's, meine Freunde. Hey, Leute, wir müssen aufpassen, Bro. Wir müssen dürfen nicht zu schnell. Hier können wir Vollgas geben. Junge, du hast ja gar keine Kuppe. Wow, wow. Ich dürfe Fehler gemacht. Nein, 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 Leute, ich dürfe nicht zu weit dahin gucken. Ich dürfe nicht zu dahin gucken. Aber ist egal, wir haben wieder. Guck mal, der ist voll langsam. Bro, er ist ja langsamer als. Oh mein Gott. Bro! Bro! Wow, Leute, der Typ ist wirklich unnormal schnell, Junge. Oh, was geht? Wow! Oh, 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 ich bin gecrashed in ihm. Bro, er hat einfach gebremst, Junge. Ich bin gebremst in. Ey. Ich überrolle dich. Oh, du spielst voll unfair, Junge. Ja, was redest du? Ey, Leute, nein, 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 nein. Wow. Bro, wir müssen zurück auf die Bahn, Junge. Oh mein Gott, Leute, ich bin zurück auf der Autobahn. Mein Auto ist schon echt gut beschädigt. Nein, oh, nein. Oh, oh, oh. No. Er hat auch Crash gebaut. Sehr gut, Leute. No, ey, das mit dem Gegenverkehr ist heute aber wirklich sehr, sehr anstrengend auf so eine Hochgeschwindigkeit. Leute, ich kann das Auto nicht komplett ausfahren, weil ich da nicht mehr lenken kann. Ey, wir müssen jetzt hier wirklich full concentration, dass wir nicht noch einen Unfall bauen, dass das Auto nachher explodiert oder so. Ich kann nicht nach hinten gucken, ich weiß nicht. Wow. Oh, nein, 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 wir haben doch Crash gebaut. Nein, Leute, nein, 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 nein. Ich hoffe, er zieht jetzt nicht dran uns vorbei. Leute, ich muss Vollgas geben, ich muss Vollgas geben. Er hat mich überholt, Leute, er hat mich überholt. Oh mein Gott. Oh, wow, er hat ein Auto auf mich. Ey, Leute, Leute, nein, 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 nein. It's me, Luigi. Nein, 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 Leute, ich gebe Vollgas, egal. Wir haben es. Wir haben es. Leute, nein. Da kommt, Bro, da kommt er erst an. Guckt euch das Auto an. Leute, wir haben das Auto komplett Schrott gefahren. Was war das für ein chaotisches Rennen gewesen, Mann? Boah, ich habe mich auch übelst verletzt ins Gesicht. Luigi? It's me, Luigi! Luigi! Schlagen! Ey, lass das! Ist auch! Lass das! Ah, okay, dieses Mal habe ich verloren. Ich halte mein Wort. Ich gebe dir das Geld. Luigi, ich will, dass du mit den Leuten aus Dubai redest, dass ich dich besiegt habe. Das ist ja eine einzige Bitte.
Okay, mein Freund, wenn du so machen willst, machen wir so. Ab jetzt bist du der neue König des Dubai. Oh mein Gott, Leute, ich bin König in Dubai geworden, weil ich Luigi besiegt habe im Autorennen. Ich weiß nicht, wie ich den anderen Jungs das erklären soll, dass ich das 40 Millionen Dollar Auto komplett Schrott gefahren habe, aber ist egal, Leute, wir haben immerhin gewonnen, es war ein chaotisches Rennen gewesen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, und morgen werde ich den ersten Tag als König in Dubai leben. Checkt jetzt das nächste Video ab, ganz wichtig, Leute.